Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Legiones. Legiones. Tommy und Armin bekommen aufs Maul. Ja. So kann man es nennen. Elfte New Unit. Aber sonst taugt das hier alles nichts. Mal gucken, was die wieder für eine Kacke veranstalte. Ich starte mal mit dem Bone Crusher. Crusher. Einer sollte ja wohl reichen. Ja, einer reicht. Meinst du zwei Bone Warrior und einen Ich Warg würde hier reichen? trotzdem noch einen Bone Warrior setzen. Oder probiert. Ach komm. Lass es experimentieren. Mehr als verkacken können wir nicht. Eben. Solltest du jetzt halten. Ich glaube nicht, dass du das jetzt verlierst dadurch. Okay, die Spaltung ist nur sehr scheiße. Findest du? Der Warg hält ja super lange durch. Ja, aber der hat halt. Ach, mal gucken. Ich hätte es andersrum lieber gehabt. Who cares? Das ist wohl wahr. Was haben wir hier? Aha, wir haben den Dude mit dem. Okay. Und du hast einen Gral. Ich hab. Jo. Ah, also du steckst dem Gral so. Soll ich schon mal in den Worker gehen? Würde ich sagen, ja. Mach ruhig. Mit Wag solltest du die nächste Rave auch mithalten, wenn du halt. Hast du deine 3 Income? Da sind es sogar deine 4. Ja, stimmt, sind 4. Ich könnte jetzt auch einen Bone Warrior verkaufen und einen Archer hinballern. Einen Bogenschütze. Ach komm, machen wir. Schade, den würde ich noch gerade verkaufen. Er hat dir geschickt, dann hat er auf jeden Fall. Oh. Gral. Der Gelbe hat mir geschickt. Er ist immer noch beim Gral. Ja, ich weiß, er ist noch beim Gral geblieben. Warum? Du kannst potenziell immer noch auf der 3 die Banana Bank bekommen. Soll ich einfach die drei abwarten? Ja, mach mal nichts. So, soll ich noch einen Worker gehen? Ah ne, ist irgendwie ein bisschen viel. Nee, nee, das ist nicht worth, sonst schaffst du die 3 jetzt hier nicht. Ich überlege, ob ich einfach bei mir jetzt die Brut schicke. Mach ich wirklich mal. Ja. Keine Ahnung, wie gut der ist, wenn er alleine ist und so früh gesetzt wird. Ziemlich scheiße. Meine Erinnerungen jedenfalls. Der kriegt von mir auch noch eine Snail mit. Root Snail, der schon tut weh. Okay, Gral, Lord of Death. Jo, okay. Ach, dann hat er den Greif verkauft, dann Lord of Death und dann. Dann noch ein Gral? Nee, das macht doch keinen Sinn. Kann ich auch sagen, dass es keinen Sinn macht. Ja, aber ich würde Ach sagen, krass, der geht ja komplett, die gehen ja komplett auf die Brut. Ja gut, dann werde ich jetzt nicht durchkommen. die Brut ist weg. sieben. Nö, ich werde jetzt nicht durchkommen. Dadurch, dass irgendwie alle gerade voll auf die Brut draufgegangen sind.
schmettern wir mal richtig gegen. Hm. Ach, scheiße, dass ich jetzt so lange save, ey. Das ist richtig scheiße. Wann wolltest du schicken? Na, dadurch, dass er jetzt Lord of Death gebaut hat, will ich eigentlich auf die 7 gehen. Uff, dann schick wenigstens irgendwie eine Snail oder irgendwie sowas. Ich werde durchgängig schicken, damit ich schnell auf den Pilgrim komme und den upgraden kann. Na. Bin nicht zufrieden. Kann ich verstehen, weil du jetzt so lange halten musst. Huni, ja, der wird dich jetzt wegmähen. Na. Sehe ich leider auch so. Ey, Dude, ich wollte schon sagen, heilst du auch mal durch? Ich werde halt liegen, scheiße. Ja, ich werde aber halten, Tommy. Ja, trotzdem Mist. Ah, 57% schon tut weh für deinen Geldbeutel. Na, ja, ich muss halt so eine Scheiße veranstalten. Ach, fuck. Irgendwas werde ich jetzt auch bekommen, was ziemlich heftiges. Also hier werde ich auch liegen. Zwei Brutes vom. Nee, doch nicht. Ja, das ist, ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht ganz zufrieden mit den Dingern. Ja. Ich habe die zu früh gebaut und habe nicht einen guten Call. Ach, keine Ahnung. Meinst, solltest du, denke ich, auch noch halten können. Oh, ist ja nicht viel. Krieg auch noch einen Huni dazu, den geht jetzt schon. Wird doch knapper als gedacht. Na, schade. Aber der Rocken macht keinen Schaden. Nee. Zum Glück. Alles noch im Rahmen. Ich habe mir jetzt einen großen geholt. Ich habe den einen jetzt verkauft, habe stattdessen einen großen hingesetzt. In Lost Chief Train. Tain, Chief Tain. Na, bin durch. 90% oder so, gefühlt.
Ich weiß es bei mir gerade gar nicht. Auf jeden Fall werde ich liegen. 78. Ah, vielleicht auch nicht. Ah, vielleicht doch. Na, ich liege leider auch. Also, mein Dark Mage wurde gepusht. Na, er hat auch den Schamane gepusht und hat ihn nochmal zusätzlich Leben abgenommen. Ja, wir sollten weiter senden. Los, Mimik! Oh, die Mimik hat gut ausgeteilt. Schön lange durchgehalten. Also ich würde mal sagen, die neue Fraktion Nomad wird lustig. Die könnte alles kaputt machen. Ja. Also ich finde ja immer noch die Lioness ziemlich overpowered, also. Ja, ich stell mir vor, die kriegt jetzt hier noch den Boost von dem hier. Ja. Deswegen ja. Die kriegt schon Reduktion ohne Ende. Und Schaden noch dazu, Alter. Wundert dich da mal jetzt nicht bei mir kurz wegen den Workern. Ich will das einfach hier komplett fertig haben, die Scheiße. Na, alles gut. Na, jetzt habe ich zwei Stück von denen. Boah, von den ausgebauten sogar, Alter. Ja, eben deswegen. Sind ja die alten Taktiken völlig beschissen gegen. Komplett, ja. Ja, das könnte hier liegen. Ich werde halten. Ich werde auch deins auch noch halten. Na, sehr gut. Ach, scheiße, das war der falsche, den ich gedrückt habe. Brauchst du Der jetzt nur kriegt. noch du brauchst eigentlich nur einen Firelord vorne oder so? Ja, genau das. Irgendwie so ein Blödsinn. So, jetzt werden die ihn noch mal pushen. Jetzt hat er einfach 6000 Leben. Völlig absurd. Ja gut. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie hält. Ich bin gespannt.
Ja, mal gucken, wen die boosten. Das müssen wir mal kurz nachlesen, eigentlich. Nearby Ally, also irgendein random Dude. Geil, ja. Die haben den Bone Warrior gepusht. Nice. Den, was? Den Bone Warrior? Ja, der hat 1570. Okay, alles klar. Jetzt ist der Dark Mage mit 2000 am Start. Oh Mann, ey. Ja, da muss man noch mal ein bisschen gucken, ob man... Da muss man klar die Grenze ziehen. Ja. Jetzt hat er 2700 Leben. Ja, ich werde leaken, ja. Schöne Scheiße, ja, bloß, Alter. Weil du halt keinen Schaden mehr hast. Habe ich was bekommen? Nee. Und das lief ja schon mal scheiße. Also, das funktioniert ja nun doch nicht. Okay. Nimmt er da wirklich irgendeinen random Dude? Das ist ja scheiße. Ich glaube, wenn man da den Plan hat und weiß, welchen er pusht, dann kannst du es ja zielgerichtet machen auf irgendeine Einheit, die sowieso schon crazy as hell ist. Und wir haben Dark Ritual genommen. Ja, nehme ich auch. Also, was ist los? Ich habe jetzt mal ein paar Worker gepusht. Kannst du machen. Und versuch da jetzt irgendwas draus zu machen. Irgendwas überlege ich mir gerade. So, jetzt haben sie einen Bone Crusher gepusht. 260. Vor allen Dingen, sein Ding skaliert ja mit prozentual Leben verliert. Ja, alles klar. Der hat jetzt 4 und der Kohl hat das jetzt mal 4, der geht nicht mehr down. Nee, glaube ich auch nicht. Völlig geisteskrank. Völlig geisteskrank, diese Unit. Tobi, du kannst völlig Worker pushen, ich werde das jetzt hier locker halten. Alles klar. Ich spare mal auf die 14. Ja, 260er Cent und hier kommt man nicht so leicht durch. Völlig absurd. Eine Unit sie zu knechten. Ja. Du kannst ja auch nicht durchkommen, weil selbst die sich ja dann wieder super schnell vollladen, ey. Wenn du dann noch keine Ahnung was daneben hast, die hier Starcaller und so. Naja, GG. No. GG. Ich bin schon lange keine Worker mehr gegangen, glaube ich. Ja, ich gehe jetzt gerade per die Worker. No. Ich habe jetzt 3 Stück von denen. Aber wir sagen nearby, deswegen vermute ich. Wen haben sie jetzt gepusht? Ah, ja, du hast gleich von Anfang an 3, na, ist doch gut. Bone Crusher. Sowieso mit der Super Death auf der Wave. Aber, aber der wird sterben, bevor er nochmal den Boost bekommt, okay. Oh, die Death Cap hat es auch nicht abbekommen. Hey, hier werde ich leaken. Ja, trotzdem, hallo. Mit dem 320er Cent, also, who cares, du hast schon über viel weggeholt. Wenn du noch eine Honeyflower mehr hättest oder so, die weiter hinten ist, die hätte die Wave dann gehalten. Weil der AOE hat da alles kaputt gemacht.
Achso, ich sende im Übrigen. Warum? Weil ich Bock hab. Okay. Also ich warte auf die nächste, auf die 14. Auf die nächste? Okay. Also, ja. Ah, du hältst sogar noch. Ist doch top. Da kein Problem gewesen. Hast du denn nochmal gesendet? Ich hab da jetzt auch Baller durch. Okay. Eieiei, das Ding mit Banana Bank ist ja komplett kaputt dann. Na, die Death Cap hat 6.900 Leben, 7.600, 8.300. What the hell? Achso, ich sollte senden, wa? Komm, wir ballern jetzt einfach irgendwas. Eigentlich hat er ein bisschen kleinen Piss. Sollte funktionieren. Ich finde das viel zu übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich dabei. Vollkommen auf deiner Seite. So, ich habe einen Starcaller jetzt um die herum gebaut. Also ich habe die Deathcap jetzt einfach verkauft, dreist. Na, wozu brauchen wir die auch noch? Wenn ich einen Tank habe, der 4 austeilt, dann nehme ich lieber den. Die schießen natürlich alle nicht auf den Starcaller. Das ist, verstehe ich noch nicht ganz, wie sich das berechnet, weil jetzt werde ich auf jeden Fall liegen. Ich glaube, wenn man da den Dreh raus hat, dann. Ja. Also Starcaller hat zwar jetzt viel Leben, aber das war es auch schon. GG. Oh, ja. Aber war ein lustiges Game. Ja, wenn man das, glaube ich, ein bisschen. Ja, ich habe nur nicht keine Ahnung, wie die die, also wie die die Einheit auswählen. Das ist komplett random. Nearby ist, sagt gar nichts. Nearby ist alles um die herum. Und selbst das nicht, weil die haben ja, die hinten, ganz hinten haben ja den auch vorne gepusht. Also das ist einfach nur random. Ja, vielleicht muss man die Damage Dealer dann praktisch noch weiter weg hinstellen, weißt du? Du musst ja einfach Ahnung, zwei, drei. Wirklich keine Ahnung, wie die ausgeführt werden. Ich muss mal gucken, vielleicht steht da irgendwas nochmal in den Updates konkreter. Nee, scheiß drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.